Die Massenproteste in Frankreich, die Demonstrationen der Gelben Westen kommen dem Land teuer zu stehen. Durch die Gilets jaunes, wie sie auf Französisch heißen, gingen nicht nur Glasscheiben kaputt. Der Tourismus leidet und weist im Dezember einen Rückgang von 3% auf. Das entspricht einem Verlust zwischen 50 und 100 Millionen Euro. Air France klagt durch Stornierungen 15 Millionen Euro verloren zu haben. Die Warenhauskette Fnac Darty spricht von Einbußen in Höhe von 45 Millionen Euro. Bei den Protesten kam es immer wieder zu Ausschreitungen und Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizei. Die französischen Einkaufszentren verzeichneten Verluste von 2 Milliarden Euro, seit die Proteste vor mehr als 9 Wochen begannen. Auf den Schlussverkauf hoffen nun viele Läden und auch Kunden. Merci à vous.